Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen Fendt 4S in der Version 1.1. Da kam jetzt ein Update raus. Da wurde ein bisschen was noch gemacht. Und zwar verbesserte Texturen, verbesserte Logos. Und genau, die Originalversion kommt wohl aus Juni 2020. Das ist wie gesagt die erste Aktualisierung davon, zumindest hier bei diesem Mod. Modgröße wäre 7 Megabyte, also ganz klein. 80 PS Header, 80 Liter Sprit und 25 km/h Filter. Es gibt die Option ohne Rundumleuchte und mit Rundumleuchte. Und Reifen wir mit Standard R34, R34 Jelebip und wieder Standardreifen. Ne? So, also hier mal gucken. Upsa. Da haben wir ihn auch schon. Ich habe ihn jetzt hier mit zwei verschiedenen Reifenvarianten. So sieht er wie gesagt aus. So, hüpfen wir mal rein in die Kiste. Hier, der hat keine Rundumleuchte. Der andere hat eine Rundumleuchte. Und zwar hier können wir auch gleich mal testen. Die funktioniert auch. Also alles in Ordnung. So. Gehen wir hier in den wieder rein und würde ich sagen, die Hupe. Okay, innen drin würde er dann so aussehen. Machen hier drin können wir allerdings nicht wirklich was, deshalb machen wir einfach mal den Motor an. Ja, das ist halt normaler Fendt-Sound, man kennt ihn. Würde ich sagen, fahren wir mal ein bisschen. Funktioniert soweit. In Fuß wird auch hier gedrückt. Allerdings nicht das Pedal, auch ganz unten wird das Pedal, das Gaspedal wird gedrückt. Hier passiert gar nichts, okay. Das würde auch noch funktionieren wahrscheinlich. Er hat leider kein Gewicht vorne dran, aber ich denke mal, das dürfte eigentlich gehen. Okay, Schläuche sind auch eingestöpselt. Funktioniert soweit. Gut, mehr können wir ja hier jetzt nicht tun. Fahr mal ein bisschen, von innen sieht er wie gesagt so aus. Zeiger funktioniert da vorne auch. Zumindest der linke am rechten sehe ich gerade noch nichts. Für einen kleinen Hoftraktor, er raucht ordentlich schön. Man sieht es hier seitlich raus aus dem seitlichen Auspuff. Auspuff scheint sehr, sehr neu zu sein, wie es ja aussieht. Zumindest hier bei dieser Version. So. Für einen Hoftraktor, ich würde sagen, völlig ausreichend. Schön, gucken wir mal kurz in die Nacht rein, wie es denn da aussieht mit den Leuchten. Einmal Licht, okay. Zweimal Licht, wieder alles aus. Es geht bloß die zwei Optionen. Mehr geht hier nicht. Blinker funktioniert auf dieser Seite, hinten wie vorne. Da funktioniert er auch einwandfrei. So, Logdatei, wenn wir gerade dabei sind. Gucken wir mal rein. Hier haben wir. Bis jetzt noch keine Fehler, das passt auch soweit. Es gibt derzeit keine Fehler bei dem Mod, bei dieser Ausstattung. Ja, dann würde ich sagen, Link wie immer. Ihr wisst ja unten in der Beschreibung, wo ihr ihn herbekommen könnt, wo ihr ihn runterladen könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß damit und tschüss.